Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender mit vielen Karten und Verpackungen, die sich super kombinieren lassen und viele Geschenkideen, die damit schön verpackt verschenkt werden können. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute im Adventskalender muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar ist ja heute Teil 2 von unserer Geschenkidee der Dekofee, von unserem Teamgeist-Video. Und ich habe dazu eine Idee. Ich wollte eigentlich mit euch einen Bilderrahmen gestalten, aber ich habe dann ein bisschen was geschenkt bekommen und habe mir gedacht, das wäre eigentlich eine total schöne Idee. Es ist auch eine Deko und es passt zum Thema und es wäre sehr schön für den Adventskalender. Das ist nämlich eine Geschichte zu 15 Minuten Weihnachten in der Tüte. Also, es ist jetzt hier ein Korb, wie ihr seht. Da ist einiges drin. Ich zeige euch das gleich näher. Und dieser Korb ist von meinem größten Fan, von meiner Mama. Und sie hat mir das alles gebastelt und geschenkt und hat gesagt, das sind ganz viele Ideen, kleine Geschenke und Weihnachtsideen. Sie hat von ihrer Arbeitskollegin, von der lieben Diana, hat sie eine Tüte bekommen. Ich glaube, es war nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, aber ich weiß es nicht genau, wann es war. Jedenfalls ist das eine Tüte, wo da drauf steht 15 Minuten Weihnachten in der Tüte. Gebrauchsanweisung, Tee aufbrühen, Kerze anzünden, Lebkuchen genießen, Weihnachtsgeschichte lesen, entspannen. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit, also in dieser Vorweihnachtszeit, hetzt eigentlich jeder von Termin zu Termin und von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt und von Geschenke kaufen zu Geschenke kaufen. Und diese Zeit, diese Ruhe und das Genießen, das geht total unter. Und deswegen finde ich diese Idee total schön, da jemand dran zu erinnern und zu sagen, hey, halt mal ein bisschen, schau mal, wie schön das eigentlich alles ist, wie die Kinder sich auf Weihnachten freuen, was ist eigentlich passiert an Weihnachten, lies dir die Weihnachtsgeschichte durch und geh ein bisschen in dich, komm zur Ruhe und genieß diese Zeit auch ein bisschen und freu dich auf Weihnachten. Also ich glaube, jeder von uns hat noch diese Kindheitserinnerung in sich, wie Weihnachten sein kann. Und deswegen finde ich, ist das so ein kleiner Zeitstopper für jeden. Und ich finde, das kann man total gut gebrauchen. Und das ist wirklich eine schöne Idee. Ganz einfach, schnell gemacht und einfach total von Herzen und richtig schön. Und genau, meine Mama hat sich dazu ganz viele Gedanken gemacht und hat mir hier einen wunderschönen Korb zusammengestellt und den zeige ich euch jetzt und dann zeige ich euch meine Idee, wie man das Ganze umsetzen könnte in Bezug auf die Tüte. Wir basteln zusammen eine kleine Tüte und genau, alles dazu erzähle ich euch gleich, aber jetzt schauen wir uns erstmal diesen wunderschönen Korb an. Ich stelle den Korb jetzt mal so ein bisschen hin. Das Allerschönste, glaube ich, ist ein persönlicher Brief, der jetzt in dem Korb drin ist und das ist schon mal total von Herzen und das freut einen auch richtig. Also so persönliche Worte, ihr könntet zum Beispiel eine persönliche Karte da reinlegen, das wäre schon mal das erste Highlight auf jeden Fall in einem so schönen Geschenkkorb. Und ich habe das von meinem Wichtel bekommen. Okay, und dann hat mir jetzt meine Mama hier ganz viele Sachen verpackt, die einfach als kleine Geschenke jeden erfreuen können. Und ich fange jetzt einfach mal hier an, also das ist jetzt einfach nur ein Duschgel und da hat sie ja vorne so Etiketten drauf gemacht und sie hat mit dem Stempelset das Schönste zum Fest gearbeitet. Das ist ein Stempelset mit der Nummer 151958. Das kann man nur bekommen, wenn man, also man nennt das Gastgeberinnen-Set, also ab einem Bestellwert von 200 Euro, egal ob mit Party oder alleine oder mit ein paar Leuten zusammen, kann man sich dieses Stempelset verdienen im Prinzip. Und sie hat mit den ganzen, mit diesem Stempelset gearbeitet. Und hier hat sie einfach zwei Etiketten mit den raffiniert bestickten Rahmen, langsam weiß ich, wie es heißt, ausgestanzt, den Stempelspruch drauf. Die Etiketten haben so eine schöne Schimmerfarbe. Und so ist wirklich ganz, ganz schnell eine Kleinigkeit schnell verpackt und kann man einfach so verschenken und es ist schön. Und jemand freut sich darüber. Dann hat sie eine Kerze verpackt in einem Glas. Das ist, glaube ich, sogar so ein Senfglas. Das kennt ja auch jeder, hat eigentlich jeder zu Hause. Einfach oben ein Schleifchen drum gemacht und da hat sie dann mit einer Schablone gearbeitet und mit Stempelfarbe drauf gestempelt. Ich glaube, sie hat da gar nicht keine besondere Stempelfarbe genommen, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das sieht auch total schön und edel aus. Mit so einer schönen Schablone kann man das super machen. Das muss aber wahrscheinlich sehr gut trocknen. Also so ein kleines Licht, schön verpackt.
Dann hat sie hier einen Lichterschein und Tannenduft, Weihnachten liegt in der Luft. Wieder so einen schönen Spruch verwendet. Und hat hier eine Verpackung für den Mann, eine kleine Creme, einfach süß verpackt in so einer kleinen Schachtel. Einfach eine tolle Sache und auch für einen Mann soll da auf jeden Fall was dabei sein in diesem Korb. Deswegen als kleine Idee, super kleines Geschenk für den Mann. Ich finde, es sind auch tolle Ideen vielleicht fürs Büro oder für die Arbeitsstelle. Einfach eine Kleinigkeit auf den Tisch stellen, das wäre doch einfach total schön. Dazu eine schöne Weihnachtsgeschichte, zu der kommen wir gleich noch. Und ja, so merkt man, dass jemand an einen gedacht hat und dass er sich Gedanken gemacht hat und toll. Hier hat sie so eine coole schräge Box gebastelt. Die kann man einfach so aufklappen. Und da verbirgt sich jetzt eine Creme-Duschbar drin, so eine kleine Flasche. Auch wirklich eine süße Kleinigkeit, hübsch verpackt und schön verschenkt. Das hier ist jetzt das Rezept für schöne Weihnachten, Plätzchen, Kerzen und Zeit mit lieben Menschen. Diesen Spruch finde ich einfach super aus dem Set für unsere Weihnachtsgeschichte. Und da hat sie einfach so ein kleines Kuvert gemacht, also hat es gelocht und hat hier einen Tee reingemacht, Kerzenzauber, und hier innen rein noch festliche Grüße gestempelt. Schön, oder? Auch ganz einfach, ein ganz kleines Geschenk, aber irgendwie eine große Geste, weil einfach jemand an einen denkt und einem das Freude macht. Wenn man den Tee dann trinkt, kann man an den denken und freut sich daran. Als nächstes, als kleine Idee, ist diese süße Verpackung. Hier ist der Hintergrund geprägt. Wieder ein schöner Spruch. Und ich finde die Farben auch total schön. Kann man hier an der Seite aufmachen. Und hat dann hier eine große Kerze drin. Also einfach so eine Rahmenbox gemacht für eine große Kerze, die auch noch sehr gut riecht. Und da ein paar Sternchen. Auch total hübsch, oder? Also finde ich als Kerzenverpackung sehr, sehr eine coole Idee. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier noch eine Box mit so einer Banderole. Auch wieder mit Etikett und mit Sternchen und Schimmer und Glitzer und Funkeln. Und das ist jetzt so eine Box mit einer Anhängerstanze. Und hier sind auch nochmal 3 Teebeutelchen drin. Also auch eine süße kleine Verpackung. Bestempeltes Papier, also selber bestempelt. Und eine Banderole außenrum. Ich mache die immer verkehrt drauf. Ich weiß nicht warum. Bei dieser Verpackung. Und auch eine ganz süße kleine Box. Einfach als Idee, kleines Geschenk, fertig. Und das finde ich auch eine super Idee. Das ist einfach so ein Badekristallzusatz. Kuscheleinheit, das passt natürlich auch sehr, sehr gut mit einem kleinen Teddy drauf. Da kann man auch eine Duftprobe, hat man hier, kann man da riechen. Toll. Und das ist einfach so eine, also auch wie ein Kuvert, als Einschubgeschenketasche. Genießt den Moment. Ich habe da schon mal welche bekommen und da war so Pudding drin, so auch genießt den Moment oder so ein Pudding. Finde ich auch eine coole Idee. Also man kann Badesalz reinmachen oder so Pudding, passt da auch super. Ist auch wieder mit einer Banderole gehalten, dass es so bleibt und ansonsten wie so ein Kuvert gestaltet. Auch eine total schöne Verpackung, wieder gestempelt im Hintergrund. Auch eine Kleinigkeit, aber einfach eine schöne Geste. Und dann muss ich zu meiner Stande gestehen, habe ich hier noch was bekommen. Vielleicht wundert ihr euch jetzt darüber. Da war auch ein schönes Etikett dran. Und das habe ich schon gemampft. Da waren nämlich gebrannte Mandeln drin, selber gemacht. Und es war total lecker. Und die muss man natürlich gleich essen. Also ist ja klar, kann man gar nicht warten. Und hier ist es ist ein Butterbrotpapier, das gestempelt ist. Das finde ich auch eine total coole Idee. Seht ihr das? Mit Sprüchen bestempelt. Oben schön mit einem Schleifchen verpackt, ein Anhängerchen dran und gebrannte Mandeln, da kann, glaube ich, fast keiner widerstehen. Also ich auf jeden Fall nicht und deswegen musste ich die gleich hier halten und habe es nicht ausgehalten, bis ich das Video drehe. Also das sind einfach ein paar kleine süße Ideen, die ich finde, kann man super verschenken als kleines Ich denke an dich und da hat man einfach seine Freude beim Basteln, beim Verschenken und derjenige, der es bekommt, hat auch seine Freude dran. Und dann sind hier noch 2 Weihnachtsgeschichten und diese Weihnachtsgeschichten, die brauchen wir gleich für meine Verpackung auch. Die werde ich euch nochmal schreiben und dann in meinem Blogbeitrag verlinken, dann könnt ihr euch die auch ausdrucken, damit ihr die habt und dann könntet ihr die auch weiter verschenken. Und wenn ich es noch schaffe heute, dann würde ich euch die am Ende vorlesen, dass ihr wisst,
was da drin steht. Genau. Also das sind die Ideen von meinem süßen Wichtel. Vielen, vielen Dank, mein lieber Wichtel. Ich freue mich total. Das sind so tolle Sachen. Und ja, wie gesagt, Kleinigkeiten, aber schön verpackt und mit Liebe gestaltet und mit Liebe verschenkt. Und jetzt kommen wir zu meiner Verpackung. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Und meine Idee zu 15 Minuten Weihnachten in der Tüte ist eine selber gebastelte Tüte. Diese Tüte hat jetzt hier vorne noch eine Karte. Und hier könnte man jetzt zum Beispiel diesen Spruch draufschreiben, 15 Minuten Weihnachten in der Tüte mit dieser Gebrauchsanweisung. Den könnte man jetzt hier super schön reinmachen. Dann hat man das quasi gleich in einem. Man kann es natürlich auch nutzen, um was ganz anderes zum Verschenken und hat hier auch gleich die Karte dabei. Oder man macht das so, wie wir das jetzt im Video machen, dass man das hier vorne flach aufklebt, also nicht als Karte gestaltet. Und dann hat man einfach eine Verpackung mit schöner Verzierung. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Entweder mit Karte vorne dran oder ohne. Und die Karte, die wir dazu dann basteln im nächsten und letzten Türchen vom Adventskalender, ist diese Karte hier. Ich finde die irgendwie ganz cool. Die ist mal ganz was anderes und die gehört auf jeden Fall in die Rubrik einfach elegant. Und die zeige ich euch beim nächsten Mal. Und jetzt kommen wir zu unserer Verpackung. Die machen wir jetzt zusammen. Bevor ich euch zeige, was ihr alles braucht, kommt hier eigentlich meine Idee. Ich wollte das so machen, dass ich hier in die Innenseite noch ein bisschen den Hintergrund stempel und dann Rezept für schöne Weihnachten, Plätzchen, Kerzen und Zeit mit lieben Menschen als Rezept für die 15 Minuten Weihnachtentüte sozusagen. Also wenn ihr jetzt euch so einen Aufkleber machen wollt oder so einen, wenn ihr das so schön schreiben könnt zum Beispiel, könnt ihr das natürlich auch so machen oder ausdrucken kann man sich natürlich auch in dieser Art. Wenn ihr aber das Stempelset habt, dann könntet ihr das auch so machen, dass ihr in die Tüte quasi das reinfüllt, was hier draufsteht, Plätzchen, Kerzen und Zeit mit lieben Menschen. Und genau, also das ist quasi das Rezept für schöne Weihnachten und das würde ich in die Innenseite machen. Also wir machen doch eine Karte. So war der Plan. Ihr braucht an Material gar nicht viel. Ich habe einmal Farbkarton in Savanne und einmal Farbkarton in Sahara Sand. Das wären die Bestellnummern, wenn ihr sie braucht. Und die Maße, die ihr braucht, wären einmal ein Stück Savanne in dem Maß 28 x 20 cm und ein Streifen in dem Maß 13,7 x 1,8 ungefähr. Das ist sowieso der Rest, der euch da übrig bleibt von dem Savannepapier. Den noch ein bisschen kürzen, dann habt ihr schon diesen Reststück. Und dann eben noch für die Deko ein bisschen Rest in Savanne. Und genau, die Sahara-Sand, den Sahara-Sand-Farbkarton, den braucht ihr in dem Maß 13,7 in der Höhe. Und wenn ihr eine Karte machen wollt, dann braucht ihr 15 cm. Und wenn ihr keine Karte machen wollt, sondern nur den Auflieger vorne, dann braucht ihr 7,5 cm in der Breite. Wir machen jetzt die Karte und deswegen knicke ich mir die jetzt gleich mal nach. Also das ist meine Karte für vorne drauf. Genau. Die falze ich mir einmal nach. Und dann legen wir jetzt mal los mit der Tasche, mit der Tüte. Ich wollte euch, bevor wir die Tasche machen, noch das Maß verraten. Und zwar habe ich hier einmal vom Boden her 8 cm mal 5 cm und die Höhe sind 15 cm von dieser Tasche. Also da bekommt ihr auf jeden Fall ein paar Plätzchen, einen Tee und Zeit mit lieben Menschen unter. Und vielleicht auch eine Kerze oder so. Also genau, da kriegt ihr auf jeden Fall ein bisschen was rein. Okay, und dann falzen wir uns das Ganze jetzt mal. Wir starten bei der 28 cm Seite. Und falzen das Ganze, ich muss es nur messen, ob ich mir das schon zugeschnitten habe, ich hoffe mal. Ja, habe ich schon. Und wir falzen jetzt die 28 cm Seite einmal bei 8 cm. Also ich lege mir das hier bei 8 cm an. Falze mir das einmal. Dann bei 13 cm. Bei 21 cm. Und bei 26 cm. So. Und dann lege ich mir die kurze Seite an und falze mir das Ganze noch einmal bei 5 cm. Ich drehe mir das jetzt einmal so rum. Das ist einfach eine Macke von mir. Ich möchte immer ganz gern, dass die Klebelasche auf der rechten Seite ist, wenn ich schneide. Deswegen habe ich mir das jetzt einmal so rumgedreht. Und dann schnappen wir uns die Schere und schneiden uns jetzt schon mal hier unten direkt die Falzlinien, also ich hoffe, ihr könnt die Falzlinien einigermaßen sehen. Ihr habt hier vier Falzlinien, hier rechts ist die kleine dünne Klebelasche und
Diese unter den Faltlinien bis zu dieser Überkreuzung, die schneide ich mir jetzt einfach ein. Also wirklich nur ganz leicht. Minimal schneide ich mir diese ganz dünne Faltlinie raus. Das ist ja das Tolle an dem neuen Papierschneider auch, dass die Faltlinien ganz fein und dünn sind. Ich finde, das ist super. Und die Klebelasche, da mache ich es jetzt so, also diese ganz schmale Lasche, die schneide ich mir schon mal so zu. Also da schneide ich mir so eine Ecke ab. Hier oben ist die lange Klebelasche und hier unten schneide ich die eine Ecke, die wohl noch da war, weg und schräg mir die Klebelasche ab an. Und hier oben schicke ich mir die Klebelasche auch noch ein bisschen ab und dann sieht unsere Tasche so aus. Und jetzt kann ich mir schon einfach alle Falzlinien nachfalzen. Mit dem Boden auch. Und dann nehme ich mir mein Ablassklebeband und klebe mir das schon mal auf meine Klebelasche auf. Und die Klebelasche ist relativ breit. Da mache ich gleich zwei Streifen drauf. So. Kann ich gleich die Folie abziehen. Ich darf nichts vergessen. Ich wollte mir ja, bevor ich es jetzt zuklebe, also ihr könnt eigentlich die diese Folie, die auf dem Kleber ist, noch drauf lassen. Ich wollte mir nämlich noch den Hintergrund ein bisschen stempeln. Und dazu benutze ich einfach die Sterne aus dem Set Sternenglanz und stempel mir die einfach so ein bisschen über mein Projekt. Da habe ich mir jetzt diese Sterne hier ausgesucht, diese Form. Ihr könnt natürlich auch alle anderen Stempel nehmen. Die passt halt dann nachher super zu meiner Sternenkarte. Und damit es zusammenpasst, habe ich mir gedacht, stempel ich mir das jetzt auch nochmal auf. Und das Ganze stempel ich mir jetzt mit Schiefergrau auf. Leg mir noch ein Schmierpapier unten rein. Und ja, ich verteile das jetzt einfach über mein Projekt. So, wie es mir gerade gefällt. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Wenn ich das nachher zuklappe, ist das meine Frontseite und das ist meine Rückseite. Das heißt, dass ich hier einfach auch ein bisschen mehr Sterne komplett über die Mitte auch verteilen kann. Jetzt klebt da mein Stempelkissen an. Also es war nicht ganz geschickt, aber es geht trotzdem noch. Da oben noch ein bisschen was auf die Seite. Könnt euch dazu auch immer gerne den Stempel ein bisschen drehen, dann schaut es wieder gleich ganz anders aus. Und dann habe ich das jetzt noch bestempelt vor dem Zusammenkleben. Das ist ganz wichtig. Okay, dann können wir uns aber die Box wirklich schon zusammenkleben. Ich lege mir die einfach flach hin und lege mir das hier an und dann passt es schon. Seht ihr? Schwuppdiwupp. Box ist gut. Und jetzt mache ich so, dass meine Klebelasche hier im hinteren Bereich ist. Dann weiß ich, dass das meine letzte Lasche ist. Das ist ja auch immer so bei Verpackungen. Und dann klebe ich mir einfach meine Verpackungen hier so, also meine Laschen so zusammen. Dann nehme ich jetzt einfach einen Flüssigkleber. Setze mir hier ein bisschen was auf die Klebelasche. Die zweite Klebelasche drüber, da auch ein bisschen Kleber drauf. Dann die letzte, also von hinten die Rückseite drüber. Und auf die Oberseite mache ich das jetzt drauf, aber könnt ihr auch auf diese Fläche machen, einfach auch noch ein bisschen Kleber. Und dann klappe ich mir die Vorderseite als letztes zu. Dann hat man hier diese schöne Kante und die Klebelasche ist auf der Rückseite. Und da gehe ich jetzt einfach mit der Schere rein und drücke mir den Boden noch so ein bisschen an, dass der Kleber schön anziehen kann. So. Und dann ist die Box schon ganz gut fortgeschritten. Also es ist schon eine richtige Box eigentlich.
Und da mache ich es jetzt so, damit ich diese Tasche hinbekomme, nehme ich mir jetzt diese Box mit meinen Daumen und Mittelfinger hier oben am Rand und mit meinem Zeigefinger piekse ich so ein bisschen in die Mitte. Und dann gehe ich so ein bisschen am Rand entlang runter, knicke mir das schon so ein bisschen vor und mache es dann oben mit ein bisschen mehr Druck. Gehe da ruhig am Rand so ein bisschen runter und knicke mir das dann quasi so vor. Dann weiß das Papier schon, in welche Richtung das es gehen muss. Und jetzt habe ich so gemacht, dass ich hier oben mir das Ganze loche. Und das seht ihr hier, das ist vom Abstand relativ weit oben. Das ist vielleicht so 0,5 cm weit oben. Und ich lasse die einfach so übereinander liegen und loche mir das jetzt einfach mit der Cropper-Dial durch. Die verlinke ich euch in der Infobox. Die finde ich echt super. Das ist eine ganz tolle Handstanze. Man kann da zwei verschiedene Größen lochen. Ich nehme jetzt sogar noch die größere. Ich habe jetzt mit der kleinen angefangen, aber ich nehme jetzt die größere, weil dann tue ich mich nachher leichter mit dem Band, wenn ich das da durchfädeln muss. Also ihr seht es hier am Rand, sind zwei. Das ist echt super. Zoome wieder meine Vorderseite. Und jetzt könnten wir eigentlich schon alles reinpacken, was wir reintun wollen. Also wir wollen natürlich ein kleines Lichtlein reinmachen. Ein Teebeutel habe ich jetzt da. Und Plätzchen passen natürlich jetzt auch noch super rein. Ich habe leider noch nicht gebacken, aber die passen auf jeden Fall noch rein. Also so eine kleine Plätzchenauswahl oder so ein Lebkuchen wird vielleicht auch reinpassen. Da müsst ihr mal gucken von der Größe, das weiß ich nicht genau. Da gibt es, glaube ich, auch immer so einzeln verpackte Lebkuchen, oder? Vielleicht könnten die reinpassen. Also der hat jetzt 8 cm, müsste man mal ausmessen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall findet sich da was, was man schön verpacken kann. Und dann nehme ich mir einfach ein Schleifenband und binde mir das jetzt oben zu. Jetzt einmal den Magnolienweg, da gibt es dieses breitere Band und die Kombination mit dem Grün. Ich nehme jetzt eben das breitere davon und das gepunktete Tüllband. Und das wedle ich mir jetzt hier oben schon mal durch. Ich schneide mir ein größeres Stück ab, dass ich eine gute Schleife binden kann. Wie gesagt, Füllung muss erst rein, aber man kann es ja jederzeit wieder aufmachen. Das ist ja kein Problem. Und mache mir jetzt hier oben mal eine Schleife hin. Ja, schön ist was anderes, aber zu dieser Uhrzeit, mei, das kann passieren, dass die Schleifen dann so aussehen. Oh Gott. Ich brauche jetzt das andere Band auch gar nicht. Ich nehme nur das. Und ihr könnt auf jeden Fall eine schönere Schleife machen, aber die Box ist zu. Ihr wisst, was ich meine. Und dann, ja. Schauen wir jetzt mal weiter und gestalten unsere Karte auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, da bietet sich jetzt an, dass man die Sterne nochmal stempeln. Nochmal in Schiefergrau. Und die verteile ich jetzt auch einfach so ein bisschen so darüber. Wo habe ich sie hingelegt hier? Da können wir jetzt natürlich auch noch ein paar andere Sterne verwenden aus dem Stempelset. Ich nehme jetzt einfach die Delicata Metallic Silber Tinte und gehe mit diesen kleinen Sternchen dann noch drüber. Einfach nur so ein paar kleine Kleckse. Ich finde die einfach total schön und wir haben ja auf der Karte auch den silbernen Garn, also von dem her bleiben wir auch ein bisschen im Farbkonzept. Und ich gehe jetzt auf der Seite auch noch ein bisschen mit den Sternen drüber. Mein Rezept für schöne Weihnachten habe ich mir schon aufgestempelt. Und zwar ist das Ganze mit Wildleder gestempelt. Wir stempeln jetzt auch gleich noch mit Wildleder weiter. Und die Stanze, mit der ich das ausgestanzt habe, ist die Stanze Wunschetikett. Finde ich auch total schön. Die passt da also super rum. Könnt ihr einfach aufstempeln, euch dann ausstanzen und ich finde das Etikett ist toll. Okay, und dann braucht man natürlich noch ein paar Bäumchen für vorne drauf auf unsere Karte. Und da habe ich mir jetzt rausgenommen das Stempelset Tannen und Karos und die passende Stanze dazu. Das ist diese Nadelbaumstanze. Es gibt das Ganze im Bundle. Wenn ihr euch das mit der Bundle-Bestellnummer bestellt,
Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie spontan finde. Ja, hier ist sie. Also 10% Preisvorteil, wenn ihr diese Bestellnummer nutzt. Solange es noch im Bundle gibt, kann man das ja gleich im Bundle bestellen, weil dann könnt ihr euch das aufstempeln und direkt ausstanzen mit der Schnanze. Das ist einfach super. Und dann nehme ich auch das Hohoho raus und auf der Karte arbeiten wir dann mit dem Frohe Weihnachten. Also das ist, finde ich, ein Stempelset mit ganz, ganz schönen Sprüchen. Und da sind eben diese Bäume drin und wir nehmen diese beiden Stempelabdrücke und stempeln die übereinander. Und die Bäume mache ich jetzt mit Wildleder. Wir brauchen 3 Stück. Und die Füllung der Bäume mache ich in diesen 3 Farben. Und zwar Safrangelb, Farngrün und Himbeerrot. Ich starte jetzt mit der hellsten Farbe, also mit Safrangelb. Und fülle mir jetzt diese Blätter hier schön aus. Ich zoome euch da mal ein bisschen näher hin, dass ihr das besser sehen könnt. Also da muss man wirklich drüber schauen, sonst trifft man das schlecht. Und dann gehe ich in das Farngrün. Und dann gehe ich noch ins Himbeerrot. Und beim Himbeerrot mache ich es so, dass ich mir das einmal abstempel. Und erst den zweiten Abdruck benutze, sonst ist es so dunkel. Genau. Und dann sehen diese Bäume so aus und ich finde, das ist echt eine coole Sache, oder? Das ist ein cooler Effekt. Und dann haben wir ja noch diesen Stempel, dieses Hohoho. Das ist hier vorne drauf auf der Karte. Und eigentlich ist das ein Stempel, der zusammen ist. Ihr seht, das ist ein Stempelteil. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie ich das gestempelt habe. Und dazu braucht man nochmal das Wildleder. Und ich nehme jetzt hier einfach einen schmalen Stempelblock und mache mir den wirklich, diesen Ho, nur so drauf, wie ich ihn haben will. Also nur diese Seite klebe ich auf den Stempelblock. Wer jetzt möchte, kann einfach noch ein Post-it nehmen und kann das hier noch zur Sicherheit drüber kleben, dass man nur den vorderen Teil vom Stempel erwischt. Also es funktioniert auch, wenn man es nicht drüber klebt. Ich mache es jetzt mal, wenn ich es nicht drüber klebe. Aber man muss schon ein bisschen schauen. Ich mache mir jetzt also nur dieses Ho mit Farbe voll. Und dann setze ich mir den Stempel hier so auf. Dann gehe ich eine Nummer weiter mit meinem zweiten Ho. Ich kann mir jetzt die eine Seite auch abwischen mit einem bisschen Wasser oder ein Feuchttuch. Da mache ich mir jetzt über das große Ho ein Post-it drüber. Das will aber nicht heben. Das reiße ich mir jetzt ein bisschen kleiner, dann geht es besser. So. Ich gehe nochmal in meine Stempelfarbe und versuche, das dritte Ho nicht zu erwischen. Und setze mir das dann hier rüber, sodass das Komma noch ganz gut hinpasst. Hoppala. Und dann brauchen wir noch das dritte. Das setze ich mir auch wieder hier auf. Ich finde, so tut man sich leichter, wenn man das nicht auf dem Stempelblock hat, das, was man nicht stempeln möchte. Nochmal in die Farbe gehen. Und dann machen wir noch das dritte Ho drauf. So. Und so finde ich das ganz witzig. Es ist mal ein bisschen was anderes. Ho, 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 nach unten gestempelt. Dann schnappen wir uns die Bäume und stanzen die Bäume aus. Alle 3. Schneiden wir unten das noch ab, dass ich da besser hinkomme. Und auch hier, wenn euch das auch mal manchmal passiert, dass ihr einfach zu wenig Papier nach oben hin habt, um das festzuhalten, könnt ihr euch einfach auch ein Post-it nehmen und euch somit eine Verlängerung bauen. Dann könnt ihr das super an eure Stanze richtig setzen, damit ihr das schön ausstanzen könnt. Und dann bauen wir jetzt unsere Karte gleich mal zusammen und unsere ganze Verpackung. Dazu mache ich es einfach so, dass ich mir den schmalen Streifen einfach mit Flüssigkleber anbringen und die Bäume auch mit Flüssigkleber, das zeige ich euch gleich. Ich setze jetzt die oberen beiden
mit Flüssigkleber an und ich lege mir die vorher ein bisschen so auf, damit ich sehe, wie ich sie am besten setze. Also die sind hier oben, überschneiden sie sich schon ein bisschen. Und unten soll man ja den kompletten Baum sehen. Und den untersten mache ich dann mit der Menschennest mit Abstandskleber drauf. Und dann mache ich einfach nur ein bisschen Flüssigkleber auf die Rückseite und klebe mir das Ganze auf meine Tasche noch drauf. Dann kommt mein Rezept für schöne Weihnachten noch innen rein. Da mache ich mir jetzt einfach zwei Dimensionals übereinander, dass es noch ein bisschen höher steht. Und irgendwie finde ich, müsste da unten fast noch ein bisschen was hin. Das dekorieren wir uns jetzt noch ein bisschen aus. Wir haben ja diese Blätterzweigstanze und in den Bäumen ist ja der Farbkarton Farngrün. Und da glaube ich, passt es jetzt mit dem Grün ganz gut, dass man das mal ein bisschen in den Hintergrund setzt. Da schneide ich mir jetzt einfach drei Stück. Stanze ich mir aus und dann nehme ich noch, was ich gerade immer ganz schön finde, aus Pergamentpapier. Das ist die Bestellnummer. Das sind die Bestellnummern von den beiden Sachen. Aus dem Pergamentpapier benutze ich jetzt einfach noch die Stanze Zierzweig und mache mir da auch nochmal so zwei. Ich finde, das ist irgendwie eine schöne weihnachtliche Deko. Hier mache ich es jetzt so, dass ich die Zweige einfach in der Mitte mal mit dem Falzbein einfalze, sodass ich hier so kleine Falzlinien habe, damit man sich das kurz ganz gut zusammenknicken kann. Und das mache ich jetzt bei allen drei Blättern, dann kann ich mir die so ein bisschen hochknicken. mir gefällt es mit Farbe gar nicht so gut. Ich lasse jetzt die Blätter weg. Ich mache jetzt nur diese beiden Zierzweige, die ich mir ausgestanzt habe mit der Zierzweigstanze auf dem Pergament. Die mache ich in den Hintergrund. Ich finde, das ist irgendwie feiner und es gefällt mir jetzt besser. Und was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir einen einfach abschneide oder abreiße, dass man einfach eine ungerade Zahl hat, so drei Stück, finde ich, passen jetzt da ganz gut. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen in der Kamera. Ich klebe die jetzt einfach mit den Klebepunkten auf. Also das ist jetzt wirklich nur ganz fein. Ich fand das jetzt mit dem Grün, das ist zu krachig. Ich finde in der Kamera schaut schöner aus, aber so, weiß nicht, das war mir jetzt irgendwie zu, hat mir nicht so gefallen. Wir machen da jetzt noch ein paar Glitzersteine auf das Ganze vorne und innen rein und dann hat man da echt eine schöne Tüte. Und das mit den Zweigen tue ich jetzt wieder weg, die haben mir jetzt einfach nicht so gefallen. Und dafür nehme ich jetzt noch die kleinen Schneeflocken, die kennt ihr schon. Finde ich total süß. Und da sind auch so Glitzersteinchen drin. Und die verteile ich jetzt einfach hier über mein Projekt. Ihr seht es an meiner Beispielkarte vorne. Und ich mache es auch innen rein. Und das Ganze klebe ich mir auf mit dem Präzisionskleber. Und da lasse ich euch nochmal kurz Musik laufen, dass das nicht zu lang wird. Ich glaube, das Video wird schon sehr lang. Okay, und ihr habt es gesehen, also ich mache mir die immer, die Schneeflocken und die kleinen Glitzersteine lege ich mir immer auf die Handfläche und mache mir das dann mit der Pinzette hin. Ich finde, das geht dann einfach total super und den Präzisionskleber müsst ihr immer gleich wieder zumachen. Genau, jetzt muss das Ganze eigentlich nur noch trocknen und dann haben wir eine schöne Verpackung mit einer ganz tollen, herzlichen Geste, wie ich finde. Ein Rezept für schöne Weihnachten mit Plätzchen, Kerzen und Zeit mit lieben Menschen. Also ich hoffe, es gefällt euch auch. Es sind mal ganz andere Farben. Es sind keine richtigen Weihnachtsfarben, finde ich. Mir hat es, am Anfang war ich mir nicht sicher, aber mir gefällt es. Also gerade mit der Karte und so, ich bin mir jetzt sicher, dass mir das gut gefällt. Und ihr könnt es natürlich auch in jeder anderen Farbe machen, ganz klar. Aber ja, ich glaube, das ist mal was anderes und es zählt vor allem die Geste. Und
Ja. Wenn es euch in anderen Farben besser gefällt, dann macht es gerne auch in anderen Farben. Ist ja gar kein Thema. Und jetzt lege ich euch das nochmal so ins Bild. Ich glaube, ich muss euch noch ein bisschen rauszoomen. Oder geht es so? Nein, eigentlich geht es so, gell? Können wir hier mal aufmachen, dann sieht man die Innenseite auch. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne den Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Drückt dabei diese Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und beim nächsten Mal öffnet sich die letzte Tür im Adventskalender, mit der ist ja wirklich einfach einen schönen, schnellen Karte. Und wie gesagt, hier wieder die passende Kombination mit Karte und Verpackung und einer echten Herzenssache. Ich finde das also eine schöne Idee und kommt auf jeden Fall von Herzen. Egal, was ihr da reinpackt, ob ihr die Sachen, die Ideen aus dem schönen Körbchen verwendet oder ob ihr sagt, ja, ich möchte auch so eine Tüte machen und ihr habt jetzt auf jeden Fall ganz viele Ideen, was ihr reinpacken könnt, wie ihr das verpacken könnt und den Anreiz zum Schenken einer kleinen Überraschung für liebe Menschen, die man so außenrum hat. Ihr Lieben, ich habe etwas total vergessen. Ich wollte euch ja eigentlich noch die beiden Weihnachtsgeschichten vorlesen. Ich mache das jetzt einfach, ob ihr jetzt euch die Zeit nehmt oder nicht, das könnt ihr entscheiden. Kleine Weihnachtsgeschichte. Ein kleiner Junge ist stolz darauf, einen Großvater zu haben, der Figuren schnitzen kann. Es ist faszinierend zuzusehen, wie langsam aus einem Stück Holz lebendige Gestalten entstehen. Der Junge vertieft sich so sehr in die geschnitzten Krippenfiguren, dass sich seine Gedanken mit der Welt der Figuren vermischen. Er geht mit den Hirten und Königen in den Stall und steht plötzlich vor dem Kind in der Krippe. Da bemerkt er, seine Hände sind leer. Alle haben etwas mitgebracht, nur er nicht. Aufgeregt sagt er schnell: Ich verspreche dir das Schönste, was ich habe. Ich schenke dir mein neues Fahrrad. Nein, meine elektrische Eisenbahn. Das Kind in der Krippe schüttelt lächelnd den Kopf und sagt: Ich möchte aber gar nicht deine elektrische Eisenbahn. Schenke mir deinen letzten Aufsatz. Mein letzter Aufsatz? Aber da steht doch ungenügend darunter, stammelt der Junge. Genau deshalb will ich ihn haben, antwortet das Jesuskind. Du sollst mir immer alles das geben, was nicht genügend ist. Dafür bin ich in die Welt gekommen. Und dann möchte ich noch etwas von dir, fährt das Jesuskind fort. Ich möchte doch deinen Milchbecher. Jetzt wird der kleine Junge traurig. Mein Milchbecher? Aber der ist doch zerbrochen. Eben deshalb will ich ihn haben, sagt das Jesuskind liebevoll. Du kannst mir alles bringen, was in deinem Leben zerbricht. Ich will es heil machen. Und noch ein drittes möchte ich von dir, hört der kleine Junge wieder, die Stimme des Jesuskindes. Ich möchte von dir noch die Antwort haben, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich fragte, wie denn der Milchbecher zerbrechen konnte. Da weinte der Junge, schluchzend gesteht er. Aber da habe ich doch gelogen. Ich habe der Mutter gesagt, dass mir der Milchbecher ohne Absicht hinuntergefallen ist. Aber in Wahrheit habe ich ihn ja vor Wut auf die Erde geworfen. Deshalb möchte ich die Antwort haben, sagt das Jesuskind bestimmt. Bringe mir immer alles, was in deinem Leben böse ist, verlogen, trotzig und gemein. Dafür bin ich in die Welt gekommen, um dir zu verzeihen, um dich an die Hand zu nehmen, um dir den Weg zu zeigen. Und das Jesuskind lächelt den Jungen liebevoll an, und er schaut und hört und staunt und hat großen Frieden und große Freude im Herzen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.